Mein aktueller Beziehungsstatus ist Single. Meiner ist Single. Unser aktuelles Verhältnis ist freundschaftlich. Ja, verstehen uns immer noch nach wie vor gut. Ich habe die Hose trotzdem noch angenommen, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass zwischen uns sich was Gutes entwickeln könnte, weil sehr, sehr viel Positives natürlich da war und ich das alles nicht über Bord werfen wollte. Keine seiner Zeit. Die hätte ich auch so bekommen. Also natürlich ist die Ausstrahlung, was für mich jetzt persönlich ist, schon sehr besonders, weil natürlich viele Dinge einfach dann gezeigt werden, die sowohl Dennis als auch ich aber niemals gesehen haben. Und natürlich da ein anderer Blick herrscht. Aber was ich da auch niemals vergesse, und das kann ich halt auch sehr gut reflektieren, ist, wie viel Zeit wir tatsächlich da hatten und wie wenig Zeit wiederum mir auch nur gezeigt wurde. Von daher glaube ich einfach, dass da natürlich Momente auch mit dabei waren, wo vielleicht auch ganz, ganz andere Unterhaltungen geführt wurden. Und deswegen hat es an meiner Position den Frauen gegenüber eigentlich nicht wahnsinnig viel verändert. Also bereuen tue ich nichts, weil ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr starkes Wort. Allerdings hätte ich natürlich schon gerne Sachen anders gemacht. Ich hätte mich gerne geöffnet, ich hätte mich gerne fallen gelassen, ich hätte mich gerne verliebt. Aber ja, letztendlich kann man auch nur so handeln, wie man sich in diesen Momenten gefühlt hat. Und eins kann ich sagen, ich war halt immer offen und ehrlich und war halt auch so, wie ich halt leider bin. Auch wenn das manchmal auch was Negatives mit sich gebracht hat. Also ich würde sagen, wir haben für uns, glaube ich, alle Dinge erstmal soweit geklärt. Ja. Sind freundschaftlich miteinander und das ist für mich aktuell, also ich kann aus meiner Person sprechen, von meiner Person sprechen, ich fühle mich sehr wohl damit. Und Liebescomeback ist ein sehr großes Wort, würde ich jetzt erstmal ja, nicht direkt sehen. Schließe ich mich an.